Herzlich willkommen zu den ermutigenden Geschichten von Eventpastor und Life-Coach Micky Wiese. Hallo ihr Lieben, deine Gruppe ist so bunt wie dieser Blumenstrauß und manche wollen vielleicht bunter sein als andere. Es herrschen Unstimmigkeiten in der Gruppe bis hin zu Aggressionen. Hier habe ich eine Intervention gefunden, die für deine Gruppe, für dein Team, deine Familie oder was auch immer sehr hilfreich sein könnte. Das nächste Mal, wenn ihr euch mit eurer Gruppe trefft, für Schüler vielleicht am Montagmorgen, für Familien am Sonntagabend, dein Büroteam vielleicht morgen früh, Mittwochmorgen, dann macht ihr euch aus, dass jeder Einzelne sich eine positive Veränderung überlegt, die er eine Woche lang durchzieht. Die Woche der positiven Veränderung. Aber er verrät diese Veränderung den anderen nicht, sondern er schreibt sie für sich auf einen kleinen Zettel. Dieser kleine Zettel wird dann in einer Box gesammelt, so dass es keiner sieht. Und am besten schreibst du dir selber auch nochmal einen Zettel, damit du das während der Woche nicht vergisst, was du für eine positive Veränderung für dich selber in Szene setzen willst. Und dann fangt ihr einfach an und verändert euch. Und tut mal so, als ob ihr schon ganz anders wärt. Und versucht das mal eine ganze Woche lang durchzuziehen. Und wenn die Woche vorbei ist, dann trefft ihr euch wieder als Gruppe, als Team, als Familie, als Klasse. Und dann beratet ihr mal darüber, was ihr an den anderen bemerkt habt. Und dann nehmt ihr euch jeden Einzelnen vor und guckt einfach mal, was konnten wir in dieser Woche an demjenigen sehen. Was für eine positive Veränderung hatte er sich wohl vorgenommen? Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass ihr ganz viele positive Dinge an den Personen selbst bemerkt. Vielleicht bemerkt ihr gar nicht die positive Veränderung, die derjenige selber in Szene gesetzt hat. Aber dann wird der Zettel aus der Box geholt und genau dazu muss natürlich irgendwie auf der Rückseite oder wenn es zusammengefaltet ist, der Name draufstehen. Und dann wird geguckt, haben wir es bemerkt, was der andere verändern wollte. Dazu ist es natürlich notwendig, dass du dich auch anstrengst in der Woche und versuchst, diese positive Veränderung, die du dir ausgedacht hast, möglichst so umzusetzen, dass auch alle anderen das mitkriegen und bemerken können. Ja, ihr werdet merken, ihr werdet ganz neue Seiten an euch entdecken. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß dabei und ein gutes Gelingen. Alles Liebe, euer Micky. Heute durch die Blume.